Ja, hallo, diesmal im ganz anderen Gebiet. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar diesen Kommentar hier eingesprochen, auch ohne dass ich dafür ein Bild hatte, auf das ich mich da total konzentrieren konnte. Ich habe praktisch das Bild von irgendeinem Junior Schwarzenegger hier aus der Zeitung. Aber darum geht's jetzt ja nicht. Ich will eigentlich zeigen, wie ich den Neuaufbau, die Rekonstruktion, wenn man so will, das E30 in die Hand genommen habe im Laufe der Zeit. Mittlerweile ist die Geschichte ja schon, was haben wir, 2012, 2008 habe ich mir das Gerät zugelegt. Das ist jetzt 3,5 Jahre, die ich an dem Teil rumfeile schon. Das ist ein E30 im Baujahr 88, also Facelift. Und ein ETA-Motor ist da drin. Ursprünglich war es ein 325i, also die einfache Version mit 170 PS. Der ETA-Motor ist ja der 2,7. Das ist die Version, ich glaube, mit 122 PS. Ja, also ich habe mir das Teil dann mal angeguckt. Er stand in einem Nachbarort von hier monatelang draußen auf der Straße abgemeldet und ich war natürlich interessiert. Sah schon so nicht schlecht aus, das Teil. Aber naja, so ein bisschen was musste man natürlich dran machen und letztendlich wusste ich ja nur wirklich gar nichts von dem Auto. Bei einem Kilometerstand angefangen, bis Vorbesitzer, Umbauten, alles Mögliche. Alles, was man halt nicht sieht von außen. Ja, da wäre ich mir halt die Sachen mal zur Brust nehmen, dachte ich mir, habe dann meine Frau lange, lange überredet und das Gerät beim ersten Hagelschlag abgeholt mit einem Häschen am Strick. Und Häschen musste natürlich wieder hinten in dem anderen Auto sitzen, wo kein Motor lief. Und das lenkt sich nicht so besonders toll. Ja, auf jeden Fall in der Garage drin bei mir, die natürlich vorher erstmal leergeräumt werden musste. Und das war nun auch nicht zu einfach. Da habe ich fast 14 Tage vorher angefangen, den ganzen Müll, der da drin war, ein bisschen anders zu verteilen. War praktisch von vorne vom Tor bis die 6 Meter bis hinten an die nächste Wand, war das Ding vollgestapelt mit rustikalem Müll. Naja, das war erledigt. Auf jeden Fall wusste ich jetzt wohin. Und dann haben wir das Gerät halt geholt und ich werde dann hier zwischendurch immer mal ein paar Bilder einblenden, falls ich das nicht schon gemacht habe. Und eventuell auch ein Video. Und dann wird man sich wahrscheinlich ein paar verwaschene, recht dunkle Erstansichten anschauen können, die natürlich im Winter gemacht wurden. Das war Ende November, wenn ich mich nicht irre, letzte Novemberwoche 2008 haben wir den geholt. Und ich wollte natürlich da schon ran. Ja, und genau wie ich von dem Auto nicht viel wusste, wusste auch das Auto nicht viel von mir. Das Einzige, was ich gemerkt hatte, das war, dass ich hatte noch kaum Werkzeug da. Vielleicht ein, zwei Schraubenzieher und ein bisschen Maulschlüssel, die ich irgendwo hier im Müll gefunden hatte. Da musste ich praktisch auch erstmal noch ein bisschen nachladen. Also da war ich doch recht bei Null. Aber wir alle wissen ja, das ergibt sich mit der Zeit. Wenn man irgendwas braucht, dann wird das wahrscheinlich auch irgendwann gekauft werden müssen. Wenn sich's nicht beugen lässt oder aber dann doch zu teuer wird. Ja, das habe ich dann nach und nach gemacht und letztendlich ist dann doch eine recht stattliche Werkstattausstattung zusammengekommen, in der ich dann nachher sagen kann, den größten Teil dessen, was ich hier machen muss, beziehungsweise will oder kann, lässt sich mit dem bewerkstelligen, was ich hier im Schrank habe. Habe ich ja die ganze Zeit aufgenommen und habe ja auch nicht aufgenommen. Klasse, das machen wir nochmal. Steine.